Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 6. Februar. Heute haben wir dabei Super Bowl, Tesla, Apple und Microsoft. Ja, der Super Bowl, der war zwar am Sonntag und ich hatte ja in der Montagsfolge schon die Werbespots, aber er ist noch nicht vorbei, also er ist schon vorbei, aber ich habe nochmal eine News, denn der Super Bowl wurde nicht mehr so viel im Fernsehen geguckt wie früher. Das ist ja so das TV-Highlight mit den höchsten Zuschauerzahlen in der Welt, glaube ich, jeweils. Aber ja, die sind runtergegangen, aber insgesamt sind sie nämlich hochgegangen, denn wer hat's aufgepickt? Das Internet, denn das Ding wurde natürlich auch gestreamt und zwar über verschiedenste Wege, über CBS Sports, NFL, Verizon, Yahoo Sports und was noch alles und hat da neue Rekorde gesetzt. Also 7,5 Millionen Unique Devices haben sich das Teil angeguckt bzw. abgerufen und das sind 20% mehr als im letzten Jahr. Ja, unterm Strich nicht verwunderlich. Gucken wir mal, was nächstes Jahr dabei rumkommt. Und wieder mal keine Woche ohne Tesla. Die Tesla-News ist aber ein bisschen komisch, denn Tesla hat ja auch Merchandise. Das haben die bislang immer über ihre Webseite verkauft. Und jetzt haben sie auch einen Amazon-Store aufgemacht. Beziehungsweise nicht. Also die haben es wohl gemacht Anfang der Woche, aber ich habe gerade geguckt, er funktioniert nicht und ich habe auch nochmal recherchiert, der funktioniert auch woanders nicht. So richtig weiß man es jetzt nicht, ob sie einen Amazon Store haben oder nicht. Auf der Seite waren auch nur zwei Items und zwar ein iPhone 8 Plus Case und ein iPhone X Case und die waren auch noch unavailable. Keine Ahnung, ob die da nur am Rumspielen oder Rumprobieren sind. Ansonsten wird es natürlich Sinn machen, auch auf Amazon den Tesla Merchandise zu verkaufen. Nächstes Thema, Apple. Angela Ahrendts, das ist ja die gute Frau, die vor relativ genau 5 Jahren zu Apple kam und die Geschäfte, also das Retail-Business übernommen hat und auch auf den letzten Keynotes gut vertreten war, schön was erzählt hat. Die verlässt jetzt Apple, ganz überraschend, aus persönlichen und professionellen Gründen. Ja, also man weiß nicht, was sie jetzt vorhat, wo sie hin will. Aber ja, Apple hat sie verlassen. Zu Apple ist sie gekommen von Burberry. Und irgendwie das Bekannteste, was sie jetzt in den Stores eingeführt hatte, ist, glaube ich, das Today at Apple Plan. Apple Plan? Oder wie sagt man? Today at Apple, also, nee, Programm, genau. Das Programm Today at Apple, was ja seit 2 Jahren in den Stores läuft und wo man halt was lernen kann und immer neue Kurse hinzukommen. Ja, wir halten mal ein Auge drauf, wo sie hingeht. Ich würde mal vermuten, sie bleibt im Tech-Bereich. Und letztes Thema für heute, Microsoft. Die haben ihre Microsoft Studios umbenannt in Xbox Game Studios. Auch kein Riesending, macht auch Sinn, denn Microsoft möchte anscheinend übergreifend die Xbox wirklich als Gaming-Brand etablieren. Und da ist das Inhouse-Spieleentwicklungsstudio natürlich auch ein Kandidat. Und Microsoft Studios für so ein Spieleentwicklungsstudio klang, fand ich, auch immer ein bisschen komisch. Ja, und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.